Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part sind wir zu den Heiligen Hallen gekommen und in Obala. Und den werden wir auch versuchen. Das ist richtig. Und wir werden auch versuchen, das Master Schwert zu bekommen. Ja. Das Wiegenblied. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und was ich noch weiß, bei den Heiligen Hallen ist es so, man muss immer den da erwischen. Und die spawnen auch immer wieder nach, die Viecher da. Da muss ich den erstmal finden. Ja. Also man muss ihn immer schlagen, sonst kommt man nicht weiter. Also und die Viecher tun dann automatisch das spawnen, wenn man den einmal geschlagen hat. Das weiß ich noch, also man muss nicht gegen die kämpfen. Aber sie sind halt unnervig. Geben halt Energie, das ist halt wichtig. Also da ist er noch gar nicht. Wo ist er denn dann? Ich hab mir gedacht, da ist er reingegangen. Also, und dann rechts. Erst. Da geht's weiter. Nein, da war ich ja gerade, oder? Das kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Alter, da links ist er. Au. Ah, die nervigen Viecher, ne? So nervig. So, da glaube ich geht's jetzt weiter. Und dann wieder zurück, glaube ich. Ah, die Viecher sind so nervtötend. Ah, da oben ist er, genau. Erst. Geh darauf. So, jetzt komme ich nämlich darauf. So. So nervige Viecher. Ah, jetzt kommt schon das, okay. Sind wir schon so weit? Ah, Wahnsinn. Ich hätte immer nicht gedacht, dass es so schnell geht. So, jetzt muss ich nämlich einmal gegen ihn kämpfen, was ich noch weiß. Ja, genauso wie vorher, ihn einfach angreifen.
Ja, wieso ist es schnell gegangen? Ja, genau, immer wenn er pustet, muss man angreifen, genau das war das. Jetzt immer die Gegner besiegen und dann warten, bis er einmal die komische Flöte da aktiviert. Muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die Viecher sind gar nicht so schwach. Sie sind nur sehr nervig. So, jetzt ist er besiegt. Hihi, fang mich doch. Jetzt kommt erst das Schierste dann. So, dann müssen wir mal Zeldas Höhe. Also Zeldas Wegenlitsch spielen, Zeldas Hühner. die Szene lassen wir. So, und jetzt wird's richtig, richtig ekelhaft. Das weiß ich noch. Das ist nämlich ein Esel, was ich überhaupt nicht mag. Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen. Führ uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dir der Weg in den Heiligen Hain verschlossen. So. Erst, Saschas. Ich mag dieses Rätsel überhaupt nicht. Ich muss mal schauen, dass ich mal weg von denen komme. Boah, ich weiß nicht mehr, wie das gegangen ist.
Warte, ich muss einmal nach oben. Na super, ich glaube, ich bringe das nicht zusammen. Machen wir es mal so. Ja, einer muss oben sein. Und das so. Eins. Zwei. So. 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 Ja, ich schaff das nicht. Boah, ich hab das schon lange nicht mehr gemacht. Oh, wieso schaffe ich den Scheiß nicht? Ich hätte es fast geschafft gehabt. Ich muss im oberen Viertel das mit denen machen, glaube ich. Ja,
Ja, das ist so scheiße. So. Jetzt, ich weiß nicht, wo ich hinhüpfen soll. Oh, habe ich es jetzt? Oh, endlich! Hat nur 16 Minuten dort. Aber ich habe es geschafft. Du führst es uns zurück auf unseren rechten Platz. So mach dich nun bereit. Tritt ein in unser Heiligtum. Boah, endlich habe ich das geschafft. Hat lang genug gedauert. So, Master Schwert. Ansehen? Hallo. Magst du ansehen? Das Schwert erkennt dich als seinen Meister. Bau nur noch ein Schild. Und dieses kleine Ding verfügt über die Magie, die dich gefesselt hat. Das ist schon etwas ganz anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du den Kumpen berührst, wirst du wieder zum Tier. Das Ding ist so gefährlich, wir sollten es gleich hier vernichten. Oder warte mal, solange wir das hier haben, können wir dich jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Denn es ist schließlich ein Geschenk von Santo. Wäre doch unhöflich, wenn wir es nicht Gelegenheit verwenden würden. Bah. Sag einfach Gescheid, wenn du deine Gestalt wechseln willst. Ich erledige das dann für dich. Kann ich dich jetzt doch. Du musst nur die Wolfsgestalt annehmen, dann kann ich. Dann ganz einfach. Du bist Michi, ich hätte deine Bitte an dich. Hast du nicht Lust, mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen? Er ist irgendwo in Helhu. Also, der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg, um. Zu Santo. Ja, jetzt kann das Abenteuer erst richtig beginnen, ne? Aber was muss ich jetzt tun? Wo geht's jetzt für mich weiter? Da oben glaube ich noch nicht, ne? Ich glaube, da ist nur. Oder muss ich da schon weiter? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, da ist eine Schnecke. Warte, wie komme ich denn darauf? Aber noch nicht so. Komme ich da überhaupt drauf? Will ich darauf? Bin schon darauf, aber wie komme ich darauf? Oder geht das noch nicht? Hm. Gute Frage, nächste Frage, was muss ich jetzt machen? Wo muss ich jetzt hin? Ich weiß wirklich nicht, wo ich hin muss.
Wenn ich das nur wüsste. Also ich weiß, dass ich dann noch ein zweites Mal hergehen muss, das weiß ich. Oder warte. Weißt du, was ich jetzt machen muss? Ja, wo dieses Schattenspiel sein könnte. Wenn wir uns ein wenig in Hyrule Stadt umsehen. Okay, dann sollte ich jetzt mal zur Hyrule Stadt. Also ich wüsste, wo einer ist. Also einer weiß ich, wo er ist. Aber ich weiß halt nicht, ob wir da schon hinkommen. So. Dann gehen wir mal nach Hyrule-Stadt halt. Ne? Aber wo sollen wir uns denn da umhören? Also ich weiß schon, ich bin dumm. Hallo Michi, ich habe da Post für dich. Ja, so ein Thelma, sagt das aus. Erledigt und ab die Post. Ja, wenn das stimmt, muss ich sowieso dorthin. Thelma, also lass uns nicht lange warten. Ah ja, ich weiß schon, wo ich als nächstes hin muss. Ah ja. Kommt der Blödsinn, ich weiß schon, was mich jetzt erwartet. Aber das Video ist schon so lang schon wieder, das ist ja Wahnsinn. Wow, lag. Aber wo gibt es eigentlich ein Schild zum Kaufen in dem Spiel? Ich weiß nicht, wo es ein Schild zum Kaufen gibt. Warte. Was haben wir da überhaupt? Achso, da muss man. War schon. Aber das ist da links. Ich will nur ein Schild. Ich weiß nur nicht, wo ich das krieg. Was ist da? Ich kenne mich überhaupt nicht aus deiner Stadt, Hyrule. Was haben wir da? Ja, wenn ich wüsste, was es ein Schild zum Kaufen gibt oder es man bekommen kriegt, wäre ich schon längst dort. Aber so gut kenne ich das Spiel leider nicht. Also da geht's nur. Oh, gut, dann gehen wir zu Thelma. Wurscht. Mal nicht lange mal dumm schossen. Gehen wir einfach weiter. Ja. Michi, da bist du ja. Ich habe dich schon erwartet. Also genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich gehört. Ja, Mann, ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist Michi, der von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Erinnerst du dich doch noch an das, was ich dir erzählt habe? Meine Freunde und ich, wir wollen etwas für Harald tun, weil hier in letzter Zeit einiges schief läuft. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Westen zu erfahren. Also, Raffler heißt er, ein netter Alter, du solltest ihn kennenlernen. Ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Damals, wo du extra hier bist, ich bin ein wenig entspannt, bevor die Reise weitergeht. Unterhalte euch mit den Leuten. Afra versucht gerade in der Nähe der Höhle sehr etwas über die Gerudo-Wüste zu erfahren. Ja, du bist doch Michi, oder? Wenn die Leute
Jago ständig kennenzulernen. Thematis. Wir dachten, du bist ein richtig großer Kämpfer. Ich bin der Bücherwurm im Kampf leider nicht so gut. So, was ist mit dir? Lange nicht gesehen, Michi. Ulina hat mir alles erzählt und in Kakariko habe ich die Kinder auch schon getroffen. Sie haben mir natürlich alles von deinen Heldentaten berichtet. Vielen Dank, Michi. Ich weiß nicht, was ohne dich kommen würde. Kennert, ja, und ich dachte, ich sollte mich auch irgendwie nützlich machen. Ich habe mich, weißt du, Thelma und ich, alte Bekannten, versuchen wir doch was zu finden. Aber wenn wir so weiter, wirst du sofort informiert. Alles klar. Dann werden wir mal Richtung Wüste aufbrechen. Ich hoffe, ich kann mich da einfach verhappen ohne Probleme, weil dann kann ich direkt... Ja, was? Das ist so praktisch, das Warpen. Boah, was würde ich nur ohne dieses Warpen tun? So, jetzt müssen wir so Raffles einmal. So, Raffles ist da hinten. Da kommen wir darauf. Ah, da können wir auch die eine okkulte Kunst da hinten holen. Stimmt. Die ist auch in Stadtteil holen, ne? Da sollten wir als erstes machen, die zwei Sachen. Stimmt. So. Also nochmal. Unten, Mitte, oben, unten, Mitte, unten, oben, unten, Mitte, oben. Stimmt das so? Wollen wir nochmal anhören? Ja. Die zwei Homos dann noch. So, welches Ziel ist das? Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Von irgendeinem Zelda oder was man jetzt nichts sagt. Mit dem Schwert in der Hand, such mich auf. Ui. Könnte man jetzt dann gleich theoretisch machen. Beide okkulten Künste. Der eine ist auf dem Weg. Ja. Beide kommen früher oder später vorbei. Und die anderen sollten wir jetzt, bevor wir dann den Abenteuer weiterschreiten, holen. So. Ah ja, ich glaube, man kann mit der Kanone von da rüberfliegen. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. So.
Dachte mir schon, dass du langsam kommen müsstest. Bist auch mich hier, oder? Du kennst sicherlich Thelma. Ich bin oft bei ihrem Laden. Man nennt mich Raffler. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder später von den Ereignissen in der Wüste hören und hier auftauchen würde. Und? Täusche ich mich? Michi, wusstest du eigentlich schon? Früher gab es in der Gruderwüste eine Burg, in der zur Höchststrafe der Schwerstverbrecher gebrochen wurde. Die Strafe wurde versteckt, indem die Zauberkraft eines verwunschenen Spiegels sie in den Schattenwelt befördert. Jetzt ist die Burg verschlossen und auch der Weg in die Gruderwüste ist versperrt. Nur in einer Wüste am Rande der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Schlüssel, um die Rachegeister der Verurteilten. Ich denke, dass und halt das über Herholer gekommen ist, will ich sie genau untersuchen. Und du, Michi, was planst du jetzt? Willst du selber in die Wüste gehen? Ja, ach wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit ich meine Kräfte halte. Gibt das Tobi, er betreibt den Festplatz und Hülle, sei nicht weit von ihm. Nee, jetzt. Gibt er diesen Menschen Tobi, heißt er. Er ist ja schon mal sehr geholfen, er ist mit mir schuld. Überlass es weiter, Jüngen. Jo. So. Aber bevor wir das tun, holen wir uns die Fähigkeit, also die nächste okkulte Kunst. Schloss Hyrule, ich habe ganz vergessen, dass die dort ist. So. Dann auf zur okkulten Kunst. Das Schwert weiß ich noch immer nicht, wo es das gibt. Aber es ist nicht so schlimm. Ah, das Schwert, sage ich, das Schild. Wasserschwert haben wir ja erst. Aber Schild braucht man früher oder später. Na, warte. Da ist irgendwo ein Gang. Da. Ah, da ist der komische Hellseher, ne? Oder der Zirkus oder whatever das ist. Aber ich hätte gern das Hylia-Schild. Ich weiß noch nicht, wo es das gibt. Okay, das ist die mit den Käfer. Und das ist die Wasserin, oder? Ja. So ist richtig. Aber ich habe kein Schild. So dumm. Leck, dun dun dun. So, wo ist der Wolf? Eins unten, ne? Ja. Ah, da kann ich. Warum leckt das so heftig immer? Ja, da brauche ich was dafür, das habe ich noch nicht. Da brauche ich was, das habe ich noch nicht. Ich mag einmal die okkulte Kunst lernen. Aber ich habe halt kein Schild. Und wieder begegnen wir uns. Das nächste Mal Kunst der Kunst, sich leer ist bereits von allen allerdings. Ist die beste von allen, allerdings wird sie sich enorme Kraft kosten. Willst du das echt nicht trotzdem lernen? Ja. Was soll das sein? Ich werde dir kurz deinen Schutz lernen. Besorg dir ein Schild und komm dann wieder zu mir. Oh. Warte, aber er ist doch nicht da weg, oder? Woher kriege ich denn jetzt ein Schild? Ja, dann entschuldigt mich kurz. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich ein Schild irgendwo her habe. So.
So. Ich habe mir jetzt ein Schild in Kakariko gekauft, das Hylia-Schild. Für 200 Rubine bei, ach, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der kleine von Link, der Gefährte, der na, keine Ahnung, wie der heißt. Es ist auf jeden Fall ein Baby, der was Sachen verkauft. Keine Ahnung. So, jetzt kann ich das endlich machen. Dann ich kurz, dass ich ein Schild brauche. So, der. Ja. Soll es sein. Aber zuerst ein Rundumbieb. Den habe ich zwar noch nie benutzt bis jetzt, aber ich kann. Sehr gut. Das heißt, ich. Das wissen wir schon alles. Der Helmspalter. Ah, dafür brauche ich aber nicht ein Ding. Ein Schild, aber naja. Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit den Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Bei solchen Gegnern stößt du zunächst mit der Schildattacke zurück und gleich auf A drückst. Das ist der Helmspalter, versuch ihn doch mal. Also ich muss auch herschlagen, ne? Das war gut. Vergiss nicht, direkt nach den Schildattacken mit anzugreifen, damit wir dafür gute Kunst einen Schritt erlernt. Du hast die vierte Kunst. Wie viel fehlt noch? 3. Also mit denen in der Wüste sind es nur noch 2. Die okkulten Künste mag ich schon nach. So gut wie möglich alle erlernen. Ich wollte mir gleich farben. Hülyose. So. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch Richtung Ding zur Wüste fliegen. Sollen wir das hier in dem Part noch auf die Schnelle machen? Na, X. Ah, das ist doch ein Bild von alten Afflop. Ja, der alten kann man einfach nicht widersprechen, oder? Oh, also ja. Ja, da kann man wohl nichts machen. Na gut, dann bereite ich für dich meine Sonnenflug vor. Alles gut. Jetzt gehen. Sicher, jetzt gehen. Ich brauche nichts mehr, ich habe alles. Aber ich mag die Musik. Und auf in die Wüste. Und da wären wir schon die Gerudo-Wüste. Michi, warte. Es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Ist das noch was, was Lichtgas über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was uns den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das heilige Land beherrschen wollten? Wir sind doch sehr vertrieben worden. Unsere Göttinnen haben sich an einen geheimen Ort verbannt. Dort ihr Verbannungen war das genaue Gegenteil von diesen Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. In dieser Welt voll Schatten, aus dem es unmöglich ist, die Welt des Lichts zu erreichen.
gewesen jenes Schattenreichs war auch gar nicht erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren so verflucht, das Schatten von Hyrule auf ewig in der Dunkelheit zu leben. Das ist die Geschichte des Schattenvolkes, so wie sie über uns überliefert wird. Jetzt ist ja klar, was ich bin, oder? Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verbannten. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Ja, da war ja was, ne? Aber als Sand und die Macht im Schattenreich an sich ist, wurden wir alle im Wesen der Finsternis verwandelt. Er verfügte über riesige Kraft, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieses Kräfte könnten wir das Schattenreich nie mehr betreten. Also nicht mehr, oder nie mehr, ja, ist eh fast dasselbe. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Uns war es verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagte, dieser Weg führte über ihm in den Schattenspiegel und die Göttin vertraute in den Wächter von Hyrule. Nun, Santa ist in Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Und du wirst doch sicher mit mir zusammen suchen, oder? Na gut, aber dann würde ich sagen, war's das mit dem Part. Die Wüste, die Gerudo-Wüste, schauen wir uns den nächsten Part an. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über jeden Daumen freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Bis bald und ciao.